Gangelt Niederbusch. Am Mittwochnachmittag, den 1. Nachts 2017, kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Halle, in der offenbar eine Autowerkstatt untergebracht ist, stand in Flammen. Die Feuerwehr holte aus dem Gebäude Gasflaschen und kühlte diese im Freien. Wie viele Fahrzeuge sich in der Halle zum Zeitpunkt des Brandes befanden, ist unbekannt. Ebenso die Brandursache. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.